Sind unter uns, über uns, überall. Okay. Gut. Wir kommen gleich da raus. Bis dann, Kumpel. Aus kurz erledigt. Sag mal, wie fällst denn du aus? Ach, Nick, Alter, du bist ein Blogger. Okay, das kann ich jetzt verstehen. Experte kriege ich hin. So. Das wär's. Ich glaube, es liegt in der Gegend hier einfach. Ach so, das war das. Ach grad. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ja, haben die die Wortbewohner killt oder was ging hier ab? Yo! Willst du eine Sammlung aufbauen oder was? Scheiße! Mein Arm! Verdammt! Eine falsche Waffe? Warum die Leiche hier die random rumlege? Ah, oh, jetzt lade ich nach, jetzt kommt der. Schlechte Idee. Halt doch einfach die Fresse. Bin nur kurz erledigt, dass das aufhört, mich zu nerven. So. Ich hoffe, eine Wall ist nicht so verstrahlt. Immer das Gleiche. Immer geht's kaputt. Cool. Ich dachte gerade, da steht wer. Wort 88. Yay. Ja, wahrscheinlich auch voll ist mit Raidern. Vermutlich. Ach ja. So. Wenn du dann mal fertig geladen hast, würde ich hier gerne bitte weitermachen. Aber gut. Ich denke, wir müssen noch ein bisschen warten. Hört sofort auf! Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Vault-Tec wird Vandalismus nicht dulden. Das war wohl der Letzte. Ja. Wann hast du endlich genug von diesem Unfug? Was will die Alte? Ach, da liegt er. Sag, gib mal her den Shit. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Hi, liegt der da drunter? Ey, Mann, Valley! Echt, hör doch auf, ich bin am Looten. Wichtige Sache. Wer auch immer ihr seid, hört auf. So, ich komme auf jeden Fall rein. Warte, ich habe einen Pit-Boy.
Ich weiß nicht, wie gut es ist. Du hast einen Pip-Boy? Ja. Moment. Gehörst du zu Vault-Tec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte. Ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Was war das? Ich? Es war schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich saß hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Braun versichern, falls er denn noch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Ich bin bereit für meine große Aufgabe. Sind wir ein Haufen Ghule, ich merk's grad. So, dankeschön. Gleich kommt zum Sack. Ich glaube, wir sind nicht allein. Wie kommst du denn da drauf, Nick? Es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass wir nicht alleine sind. Aber es scheint noch alles relativ in Stand zu sein. Gut, die Raider haben erst versucht, hier reinzukommen. Da nirgends Klauen steht, darf man alles mitnehmen. Genau, wie das Telefon braucht eh keiner. So, benutzen. Sicherheitsabriegelung aufheben. Sicherheitsaufzeichnungen erstmal kurz. Vertraulich, nur für Sicherheitsmitarbeiter, Verstoße, VTP 01011. Sicherheitsabriegelung aktiv, 23. Oktober 2077. Automatische Sicherheitsabriegelung, atomare Explosion festgestellt, automatische Vault-Tec Notfallabriegelung eingeleitet. 22. Oktober 2077, warte mal, August. Das sollten wir erstmal lesen. Endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, dass der Eingang ist nur ein Augenwischerei, aber wenn Barstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran, wenn was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. 20. Oktober 77. Morgen und Barstow wieder so eine Protz-Präsentation. Der Eingang ist endlich fertig. Wenn sie irgendwelche Wips mitbringen und innerhalb dieses Abschnittes bleibt, wird alles wie ein richtiger Vault wirken. Die Arbeiter sind gar nicht mal so übel. Wir haben zusammen gepokert. Wie es aussieht, werden die hier noch eine Weile bleiben. Ich würde auf eine Halloween-Party eingeladen. Ein bisschen Spaß könnten wir hier auch wirklich mal gebrauchen. So, und dann wurden die Türen zugemacht. Am Tag darauf, an dem Tag, wo die herkamen. Interessant. Aber sagen, gibt es Dinge her. Achso, halt. Ist der Sieg vielleicht auf Wache? Lol. Mein Fehler, vergesse ich gerade. Finde die Steuertafel. Sehr gut. Vault-Tec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Jupp. Wird gemacht, Ma'am. Einmal nehme ich noch mit. Das ist da. Pip-Boy. Geil. Vault-Tec-Anzug 88. Mach eine Sammlung auf. Stimmt, wir haben doch so Figuren. Können wir nicht machen. Von jedem her kommen wir es auf. Von jeder Vault, wo wir waren, einen Anzug mitnehmen. Du spielst hier mit den Quatschen, Sir. Sie ist positiv.
Es gibt eine verdammt coole Narbe. Boah, Nick, Alter! Kann ich auch mal aus dem Weg gehen, du... Arsch! Echt? Meine Fresse, du! Alter Blogger! War schon früher in Counter-Strike auch so ein Arsch, wenn man die Teammates blockt hat, ne? Verpiss dich mal. Echt? Nervst. Gummibonbon, das brauche ich jetzt echt. Beseitige den Schutt. Nein, escape. Ach da. Einfach noch kurz auf. Okay, hallo. Ma'am? Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tec. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Ich habe das Vault-Tec-Signal aufgefangen und bin gekommen. Sakashi, ich bin eigentlich hier, um die Superangebote zu machen. Wie wär's mit einem kompletten TWT? Greif am besten direkt zu. Ich wollte nur hier rein. Das ist nichts zu tun. Das war doch ein bisschen... Das war doch nur ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Sehr löblich. Ah, danke. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele sterben. Vielleicht hatten sie Glück. Die Strahlung. Irgendwie da kommt jemand. Hab ich überlebt. Schau hier. Was ist los? Tut mir leid. Er ist nicht besonders. Hi, Julian. Fiese Kannibalen. Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlitten. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen. Töte wilden Gude. Okay. Ich warte, bis du fertig bist. Wow, ist doch halt so ein Fischerspiel. Dann können wir hier die Wallfallens aufbauen, wenn wir ja schon Zugriff drauf haben, oder wie? Ah, ich sehe schon kommen. Es ist besser, die armen Kerle endlich von ihrem Leid zu erlösen. Ja, ja, ja. Doch, bestimmt. Mach mal einfach. Tu, was du für richtig hältst. Dankeschön. Ich werde nicht arg viel Zeit reinstecken. Die Scheiße kannst du gerne allein machen, ne? Es ist besser, die armen Kerle endlich von ihrem Leid zu erlösen. Ich warte, bis du fertig bist. Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Du bist rein, denke ich. Es ist besser, die armen Kerle endlich von ihrem Leid zu erlösen. Da draußen ist was. War? Ich korrigiere dich immer sehr ungern, Nick, aber... Wenigstens ist das jetzt vorbei. Machen. Okay, ich habe, aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Was für ein großer Tag. Hier. Unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown
hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Okay, du hast Dr. Braun erwähnt. Wer ist das? Du hast Dr. Braun erwähnt. Wer ist das? Dr. Braun ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Worte hat mein Leben zerstört. Niederbrennen. Red weiter. Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner. Probieren wir es mal. Wenn du mich so dringend brauchst, muss was für mich rausspringen. Ich suche keinen Partner. Shit. Ich suche einen Partner. Entweder erkennst du den Wert dieser Unternehmung oder nicht. Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Worts übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Fürs Let's Play. Grundsätzlich würde ich das nicht verneinen. Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Wir wollen den Aufseherschreibtisch. Oh, das hört sich nach langwierigen Sachen an. Ich glaube, das machen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Geht's denn hier raus? Hilfe, ich bin gefangen! Nick! Wobei, wir können uns noch kurz umschauen. Komm mir die Knarre her. Scheint schon böse, weiß, bis der ganze sind wohl wirklich verschieden. Bis der ganze Zeit hier mit Ghoulen zusammen, kann ich den Scheiß ja eigentlich nicht wegräumen. So. Den auch. Ich echt Schrott wegräumen, cool. Nimm mal mit, ist nicht guter Loot. Hehe. Geht's auch noch weiter? Nice. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Was ist damit? Kann ich das sagen? Genau. Oh, das geht auch weg. Was ist das überhaupt? Wasserturm? Nö, bald mal. Mehr als wegräumen. So. Ah, da geht's weiter. Okay. Ich weiß nicht, was das war, aber es sah aus, als hätte es sehr viele Materialien dafür gegeben. Beton. Gummi, Plastik. Ich verschrotte einfach mal alles. Ich hoffe, ich mache keine Fehler dabei. Das Teil, was man gerade zerlegt hat, braucht man. No! So, das lassen wir mal. Okay, nice. Das, was wir auf jeden Fall machen können, ist sie mal ein bisschen schützen, bevor hier irgendwas kommt. Grundlegend. Schutz, Geschütztürme.
Achso, warte, mein Fehler. So. Bevor was nach oben klettert. So, das machen wir irgendwann. Huch, Nick. Achso, müsste ich jetzt machen. Nö, dann machen wir aber eins kurz. Deaktivieren wir wegen. Machen wir das andere Zeug jetzt. Machen wir hier später zurück, weil das, wie gesagt, das hört sich nach sehr, sehr viel Arbeit an. Habe ich gerade keine Lust drauf. Der späterer Zeitpunkt ist ein besserer Zeitpunkt. Tschüss! Nick, wir kommen hier später wieder zurück. Aber es ah gut, okay, nach 200 Jahren, der Abgang sah wahrscheinlich mal eleganter aus. Aber gut. Jede Vault hat irgendein Experiment, immer waren zum Glück in der, wo die Kryokammer-Sache stattfand. Hat man im Grunde in der Hinsicht echt noch Schwein. Wo ist hier alles jetzt? Radi. Ist alles hier nur noch voll mit Radi. Da waren wir drin. So, wir müssten jetzt aber, sagen wir danach, nach Spielzeug teilen. Pock, ich würde eigentlich gerne eher dann kurz mal zurückgehen zu denen und den Bericht erstatten. Dahin, Somerville, müssen wir nach Westen. Da lang. Nick? Du komm. Achso, Beziehung wollte ich fragen. Digga? Hey! Wie sieht der... Schieß los! Was meinst du? Mit diesem Schiff mitten ins Commonwealth zu fliegen. Denk an meine Worte. Die Bruderschaft will einen Krieg beginnen. Was meinst du? Du wirst schockiert darüber, wie vielen Leuten ich erzählen konnte, dass ich einfach nur ein echt kranker Ghoul bin. Beziehung. Wie geht es dir, Nick? Läuft alles gut, denke ich. Ich möchte den Leuten hier draußen einfach nur helfen. Du hoffentlich auch. Ach nicht. Das war alles. Wie du meinst. Gut. Mach dir wieder... Oh, oder auch nicht. Ich muss mal schauen. Ah, da macht es vielleicht... Oder auch nicht. Okay, hä? Hier ist gerade so ein radioaktive Fässer und wir würden hier... Bisschen geradet, aber okay. Ich mach Schreibtisch, mehr ist was drin. Wie so useless. Schon schlimm ist sie aus, ganz ehrlich. Katastrophe. Was ist das? You look nice today. Yo! Ist okay. Irgendwas Nützliches? Ja, sehr vieles. Also, es war mal witzig. You look nice today. Zugemauert, lol. Da hat uns einfach nur verarscht. Ich wollte doch nur mit ihm spielen. Hat nie wieder geballert. Ich hab doch gerade was gehört. Ach, immer das Gleiche. Nö, ich trinke kein Wasser. Bist du verrückt? Ich hab mich gerade entreddet. Lass mal. Okay. Was haben wir hier noch? Das Zeug, zack, zack, zack. Gibt's hier vielleicht irgendwo eine geheime Zeitschrift?
Eingang von den Häusern. Es würde sich ja... Wie kann etwas so Krankes so schnell sein? Gut gemacht. Danke. So was Krankes so schnell sein. Jetzt aber. Ist auch nur ein Teddy. Ex-Teddy. Kein Begräbnis. Die gehen uns nicht mehr. Wow. Yep. Okay, Raider, ja, leicht tot. Barmiku, leicht tot. Aber die haben Teddybär hier gehalten. Ach, wie süß, das war eine kleine Familie. Ich habe sie knallhart ausgemerzt. Ich fühle mich so schlecht. Warte mal, ich habe den einen Teddy noch nicht gelootet. Den da, ne? Doch, den habe ich. Was denn der? Ne, den habe ich beide. Gut. Ah, Jingle Simone darf hier mitkommen. Eine kleine Teddy-Familie hat sich hier hingeschüttet. No! Ob du eigentlich dumm bist? Ja, da drüben ballert wieder irgendwas. Schauen Sie mal kurz noch um, ob es hier noch was gibt. Ja, sie ist ja der Bruderschaft wieder an. Armer kleiner Teddy. Armer kleiner süßer Teddy. Was ist das? Verbranntes Buch, okay. Mit dem kann man glaube ich gar nichts anfangen. Ich bin aber irgendwie immer mit. Ja, wenn es nicht anders geht. Alles in Ordnung. Heieiei. Red doch vorher mit mir, Junge. Schöner Rasenmäher. Eieieiei. Eine Schöpfkelle. Nice. Jetzt noch ein Wohnwagen. Kommt man da rein? Nö, scheint nicht so. Schade. Das war's aus mit den Teddys. Da hat man noch eine Bude. Ja, gut, die kam nicht weg. Spielzeugrakete, Kommode, Kaffeetasse, kein Safe, nix. Nur die hockt hier so die alte Dame. Naja, schade. Ah, guck mal. Ja, das hätte damals Dings auch machen können. Bei Titanic. Beide auf das scheiß Brett drauf, dann genügend Platz. No! Bist du eigentlich dumm? Ah, Pelikan. Pelikan? Flamingo war's, jetzt hab ich's. Ach, Ritter der Bruderschaft. Okay, ich dachte gerade. Hi, Jungs. Ich nehm das mal mit, ne? Was wär da sein? Ich geh mal. Tschüss. Taktik,
Ja, genau deswegen bin ich weggefahren. Ich habe schon das Gepiepse gehört. Aber so, no! Wo ist der? Jetzt, heieiei. Pass auf, Lurks im Anmarsch. Puh, hat er gefressen. Legendärer Harnisch, nice. Da draußen ist was. Schau mal, wer da ist. Ausputz erledigt. So, ja. Sehe ich auch so. Bis jetzt auch nichts mehr Feindliches hier. Okay, ich dachte gerade, was ist das? Ah, da plätschert nur irgendwas. Das war Mr. Wilder Ghoul. Okay, dann hat sich irgendjemand mal da oben hier bequem gemacht. Aha. Gibt's hier noch irgendeine Randnotiz, ein Buch oder... Oh, wir können was braten wieder. Ja, okay. Holz. Ich habe keinen Einhorn. Schade. Red Kakerlake, Red Hirsch. Marderfleisch. Köterkeule. Leguan. Ribeye Steak, ja, da. Todeskrallensteak, Suppen, Gemüsesuppe, Nudelschale, yep, fertig. Minuteman. Lasermuskete gebündelt, okay. Fusionszelle. Hat's leider nicht geschafft, der arme Herr. Schade. Gegenstand herzustellen, ja, ja, Fresse. So, das machen wir gleich wieder da in der Farm. Sehr schön. Geben eine kurze Aufgabe und dann ist gut für heute. Hui. Bei mir ist wieder so viel in der Nähe, ne? Ja, 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 ja. Aber ich war jetzt Jahre gefühlt unterwegs. Raider, mach mir keine Angst. Wenn ich groß bin, hab ich meine eigene Farm. Ja. Und lass andere ich hab diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Meine Liebe... Wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und ihr habt unsere Unterstützung. Yay, gut. Dann ist ja gerne mehr. Dann danke ich mich bei Ihnen beim Zuschauen. Das Like, Teilen, Kommentieren, Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder im Fallout im Commonwealth. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.